Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Ghost of a Tale. In der letzten Folge hatten wir ja einiges an Informationen zu verarbeiten, die wir von Silas bekommen haben. Ich werde ihm jetzt einmal das Logbuch zurückgeben und mal schauen, was er uns noch zu erzählen hat. Hier ist dein Logbuch, Silas. Also gut, mal sehen. Die Signalratte öffnet das Logbuch und fährt mit einer Kralle über die Seite. Hier, in einer allgemeinen Nachrichtendepesche, die am 13. empfangen wurde. Thilo, es wurde gemeldet, dass die Ratskelat in den Schwaden von Periklav verschollen ist. Das glaube ich nicht. Soll ich dir die komplette Nachricht vorlesen? Ja, bitte. Hör gut zu. Am 12. Tage wurde die Ratskelat mit 9 Besatzungsmitgliedern und einer Fracht bestehend aus allerlei und 27 Gefangenen vom Hafenmeister in Urandas als verspätet gemeldet. Das Schiff wurde zuletzt vom Bootsmann der grünen Hirschkuh gesehen. Hatten wir die Notiz zu Urandas schon gelesen? Ah ja. Als es weit ab vom Kurs in die Schwaden von Periklav steuerte. Okay, da wurde es zuletzt gesehen und wird hiermit offiziell als verschollen gemeldet. Thilo, ich weiß, dass du es nicht wahrhaben willst, aber Mera ist fort. Nee, tut mir leid, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie noch am Leben ist. Selbst wenn sie noch am Leben wäre, haben wir jetzt keine Möglichkeit mehr, sie zu finden. Du kannst genauso gut eine Elster fragen. Eine Elster? Oh. Hatten wir auch schon mal gelesen. Ich glaube, ich weiß, wo ich eine finden kann. Eine Elster? Das wird dich dein Leben kosten. Außerdem sprechen Elster nur mit edlen Geschöpfen und Königen. Huch, dafür gibt's auch eine Fußnote? Nach dem Krieg gegen die Grüne Flamme wurden den adligen Mäusen ihre Titel aberkannt und ihre Ländereien beschlagnahmt. Die Mäuse haben seitdem keinen König und keinen Besitz mehr. Deshalb hat schon seit Generationen keine Elster mehr mit einer Maus gesprochen. Oh. Okay, aber die Elster hat uns doch geholfen, denke ich. Also. Na gut, geholfen würde ich jetzt nicht sagen. Aber sie hat uns zumindest nicht angegriffen. Alles darunter ist ein gefundenes Fressen für sie. Natürlich, wir verkleiden uns einfach als König. Wir haben ja schon Teile der Kleidungsstücke. Da fehlt noch was. Ich muss mal ganz kurz nach dem Gespräch mal gucken, was da noch fehlt. Aber dann werde ich eben zum König. Dann solltest du das hier nehmen. Silas reicht dir ein scharlachrotes Gewand, das mit Gold verbrämt und mit Perlen bestickt, das mit Gold verbrämt. Okay. Ich dachte jetzt vielleicht Goldfäden eingenäht, aber verbrämt, das ist mir tatsächlich bisher noch nicht untergekommen. Ein Geschenk von meinem Vater. Okay, das beantwortet unsere Frage, die wir noch nicht gestellt haben, deshalb werden wir sie auch nicht stellen. Vielen Dank, Silas. Es ist wirklich prachtvoll. Ich hoffe, du wirst ein besserer König, als er jemals war. Dann fehlt uns jetzt, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, nur noch die Krone? Ja, tatsächlich, uns fehlt nur noch die Krone. Ist nur die Frage, wo wir die finden. Vielleicht in den Katakomben, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand mit seiner Krone beerdigt wurde. Das wäre jetzt des Zufalls zu viel. Aber wir müssen ohnehin noch in die Katakomben und je eine Urne finden. Nee, hier sogar zwei. Von Burke fehlen uns sogar zwei Urnen. Und bei der Gelegenheit können wir ja gucken, ob wir diese vermisste Wache noch finden. So, dann haben wir hier aber noch zwei Missionen, die wir Silas zurückgeben können.
Was? Moment mal, das lasse ich mir nicht unterstellen. Ich rede hier schließlich mit der Elster, nicht du. Ich habe gelogen, ich habe dein Fernglas gestohlen. Oder hier, ich habe dein Fernglas. Impliziert es ja auch. Wenn ich es habe, habe ich es höchstwahrscheinlich gestohlen. Ich sag mal, ich habe dein Fernglas. Wie hast du das in deinen Beutel bekommen? Wenn du wüsstest, was ich da noch alles drin habe. Ne, ich weiß nicht, das klingt ein bisschen. Was meinst du? Ist ja auch egal. Thilo, das Fernglas. Ich weiß, dass du es genommen hast. Oh. Entschuldige bitte, ich hätte es nicht nehmen sollen. Vergiss es einfach. Tun wir einfach so, als wäre das nie passiert. Oh, Gott sei Dank. So, dann sind denn jetzt alle Depeche-Promenade zurück? Soweit ich weiß, ja. Hier, schau. Es gibt eine Truhe mit alten Kleidern unten in meiner Bleibe. Wirf mal einen Blick hinein, vielleicht findest du etwas in deiner Größe. Geh und finde diese Elster. Geh. Wir haben einen Stufenaufstieg. Gesundheit und Ausdauer haben sich verbessert. Sehr gut. Damit können wir jetzt noch mehr rennen. Das können wir in den Katakomben bestimmt gebrauchen. Was? Flausch? Also wir nehmen erstmal die zwei Schicksalskarten. Schicker Hut? Bauernhut oder Flausch? Kerzen brauchen wir nicht. Wir nehmen mal den schicken Hut. Oh, dürfen wir noch mehr nehmen? Flausch, Bauernhut? Ach, ich dachte, ich muss mich jetzt für irgendwas entscheiden. Wir durften alles nehmen. So, für die Katakomben scheinen wir auch schon gut ausgerüstet zu sein. Was haben wir denn da? Genau, von allem 10 Stück, außer die hier. Da könnten wir uns gleich nochmal eindecken. Ein schicker Hut. Von den Werten her sind die jetzt nicht so gut. Wo war denn Flausch? Ich bin verwirrt. Ist Flausch nichts zum Anziehen gewesen? Diverses. Ach so, ja, genau, wir müssen ja noch zum Schmied. Ganz vergessen. Was ist denn Flausch? Oder bin ich hier gerade blind? Ich bin anscheinend blind. Ich finde Flausch nicht. Ich bin blind. Okay. Jetzt ist es offiziell. Offensichtlich blind. Ja, dann gehen wir doch mal zum Schmied. Ach, verflixt, dann müssen wir die Rüstung abgeben. Er wird ja bestimmt wieder die Rüstung aufbessern. Oder sollen wir mal das andere nehmen? Er soll uns mal alles über die Spinnfeinde erzählen. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, was das für Nutzen haben soll. Obligatorisches Nachgucken, aber nein, immer noch kein Honig. Verstehe ich einfach nicht. Und dann ist ja noch die Frage, wie kommen wir jetzt an eine Krone? Der Baron wird ja keine haben.
Vielleicht kann man irgendwas zu einer Krone umfunktionieren. Spät haben wir es eigentlich? Okay. Es ist noch ein Ticken zu früh. Dann schauen wir mal, ob wir bei Fatale jetzt vielleicht die dritte Nacht auslösen können. Hey, was treibst du da? Kannst du immer noch nicht schlafen? Ich habe es versucht. Ich könnte ja noch mal für dich singen. Wie du willst, alles nur nicht das dämliche Schlaflied. Nein! Ich hatte gerade genau diese Idee. Oh nein. Oh nein. Ich hatte echt die Idee, jetzt das Schlaflied zu nehmen, das wir von Silas gelernt haben. Ich glaube nicht, das Reigen der Räuber, es ist zwar thematisch passend, aber das wird Fatale nicht zum Einschlafen bringen. Ach, was soll's. Das war das Lied über Silas. Ich dachte, das wäre das Schlaflied, das wir von Silas gelernt haben. Aber es war das Lied, das wir über Silas geschrieben haben, nachdem er uns seine Geschichte erzählt hat. Ich glaube nicht, dass wir je einen Mäusekönig erleben werden. Vielleicht ist es deine Musik oder einfach deine überaus faszinierende Persönlichkeit. Aber ich bin plötzlich so unglaublich müde. Fatale gähnt herzhaft und schläft ein. Wie schön. Dann müssen wir am nächsten Morgen eigentlich nur noch fragen, warum, oder? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja, genau. Dann flitzen wir einmal zur Unterkunft und hauen uns ein bisschen aufs Ohr. Neun Uhr sollte eigentlich reichen. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich höre gar nicht das typische Pling-Pling. Aber jetzt ist er zu hören. Hallo Schmied. Kann ich dir mit irgendwas weiterhelfen? Ich habe Anweisungen für dich vom Kommandanten. Er sagte, du wüsstest schon, was damit zu tun ist. Ich würde ihm gern mal sagen, was er damit tun kann. Der Schmied nimmt die Papiere, bricht das Siegel und liest.
Na schön, also ich kann entweder deine Rüstung verbessern oder dir alles über Spinnenfallen beibringen. Dann würde ich sagen, nehmen wir diesmal die Spinnenfallen. Nun, ich kann dir zeigen, woran du eine versteckte Falle erkennst, damit du nicht selbst in einer landest. Wir haben eigentlich fast alle Fallen schon, glaube ich, unschädlich gemacht. Aber vielleicht haben wir auch was übersehen. Der Schmied erklärt dir, wie er versteckte Fallen aufspürt. Und hast du noch mehr Überraschung vom Kommandanten? Und hast du noch mehr Überraschungen vom Kommandanten für mich? Ja, wenn du Zeit dafür hast. Na dann zeig mal. Was? Ich kann jetzt schon auswählen. Ich habe ihm die Schriftrolle noch gar nicht gegeben. Gibt es noch was über Fallen zu lernen? Eine ausgelöste Falle wieder aktivieren? Nee. Ich lasse sie erst einmal so, wenn du nichts dagegen hast. Nö, ich will meine Rüstung verbessern. Okay, ich habe immer noch Anweisungen. Okay, also meine Rüstung kann ich nicht weiter aufwerten. Anscheinend sind wir schon auf Maximum. Dann halt doch die Fallen. Na gut. Dann bring mir bitte bei, wie man ausgelöste Fallen wieder aktiviert. Dann sind wir hier fertig. Brauchst du noch irgendwas? Ja. Ich suche nach Kleidungsstücken. Ich muss das Gewand eines Königs zusammenstellen. Oh, hallo. Wow. Ich wusste gar nicht, dass wir so viele Florin haben. Na dann können wir 6 Florin, denke ich mal. Auch wenn es weh tut, nur wegen der Krone. Aber wofür sollen wir es sonst ausgeben? Ich würde sagen, ab dafür. Viele noble Ratten liegen in den Katakomben begraben. Und der Kommandant hat feine Gewänder für zeremonielle Anlässe und dergleichen. Und wo kriege ich eine Krone her? Ich werde Gold brauchen, mindestens 7 Klumpen. 7 Goldklumpen. Okay, dann hole ich die. Oh! ja, Rolo, ich habe die Goldklumpen. Zufälligerweise irgendwie schon gefunden. Die Qualität ist nicht so besonders, aber es wird gehen. Also gut, Eure Majestät, gebt mir 6 Stunden und ihr bekommt eure Krone. Okay. Jawohl. Ich werde wirklich 6 Stunden warten, keine Sorge. Dann war das also gewollt. Wir mussten die 6 Florin investieren, damit er uns die Krone herstellt. Gewieftes Spiel. So, Fatale. Ach nee, Gusto ist ja. Nee, warte. Wie machen wir das jetzt? Können wir dich darauf ansprechen? Ich wollte Fatale sprechen. Ich kann Fatale nicht sprechen. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir in die Katakomben oder? Ach nee, wir müssen ja ohnehin in die Katakomben, wenn wir mit der Elster sprechen wollen. Verflixt. Dann müssen wir uns nochmal schlafen legen, um die 6 Stunden rumzukriegen. Oder? Nee, ich nutze momentan mal noch schnell die Gelegenheit und hole mir noch mehr von diesem explosiven Kiefernzeug. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie wir da hingekommen sind. Lang, lang ist's her. Eigentlich nicht so lang, aber
Es reicht, dass ich mich nicht mehr erinnern kann. Jetzt muss ich tatsächlich, jetzt bin ich kurz orientierungslos. Eine Sekunde, wir kriegen das hin. Das war jedenfalls nicht hier lang. Wir gehen mal über die Waffenkammer. Ein anderer Weg fällt mir gerade nicht ein. Wir könnten vermutlich auch über den Garten. Doch ja, wir könnten auch über den Garten gehen, aber na gut. Nehmen wir jetzt diesen Weg hier. Machen wir einen kleinen Spaziergang, bevor wir zum König werden. Bin ich ja mächtig gespannt, ob wir die Elster dann austricksen können als König. Halt, hier lang. Aber wir müssten ja, es reicht ja bestimmt nicht einfach nur so auszusehen wie ein König. Wir müssen uns vermutlich auch genauso verhalten. Und das wird vermutlich die eigentliche Herausforderung. Die Elster ist ja nicht blöd. So, dann einmal hier durchschlüpfen. Und genau da vorne waren sie. So, jetzt sind wir bestens ausgerüstet. Schade, dass ich hier diesen Hebel nicht lösen kann. Ich würde furchtbar gerne den Hebel lösen. Was dürfen wir anscheinend nicht? Dann gehen wir einmal zurück, legen uns kurz aufs Ohr. Bis dahin müsste der Schmied. Tilo, wir wollen nach unten, nicht nach oben, danke. Bis dahin müsste der Schmied dann auch mit der Krone fertig sein und dann können wir runter in die Katakomben und ich hoffe, wir finden endlich die restlichen Urnen. So ganz nebenbei vielleicht. Das wäre mal noch hilfreich. Und auch den letzten Wachmann, beziehungsweise die letzte Wachratte, die uns noch fehlt. Oh, die Musik. Toll. Damit sind wir episch marschiert. Auf dass wir uns unsere Krone holen. Allerdings erst in der nächsten Folge. Ich bin mal so gemein. Ich muss tatsächlich mal hier einen kleinen Cut setzen. Aber in der nächsten Folge holen wir uns auf jeden Fall die Krone und dann geht's auf in die Katakomben. Auf zu neuen Abenteuern, beziehungsweise zur Beendigung alter Abenteuer. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.